sagen, die wollte überhaupt nicht in die Kita gehen, ey. Und dann hat sie so ein Theater gemacht, wo auf ihrem Pullover kein Motiv drauf ist. Mann! Das geht natürlich auch nicht. Du musst ein Motiv drauf machen. Nein, kann man auch nicht so zeigen, also ohne Motiv. Da ist nichts drauf. Naja, geht nicht. Ohne Motiv geht nicht. Was ist ihr Motiv? Cupcakes. Na, was los, Sabberkatz? Sabberkatz. Ja, neues vom Bäcker. Der Bäcker hat sich jetzt wieder verrechnet. Jetzt zu unseren Gunsten. Entweder guckt er sich die Videos an, die ich mache. Oder sie haben den Fehler bemerkt. Oder sie haben sich verrechnet und... Oder machen Preis in der Tageslaune. Haben sich verrechnet und wenn wir das nächste Mal reingehen, wollen wir 1 Euro mehr. Oder wir müssen noch 1 Euro draufzahlen, ja. Ja, Bäcker ist abgeschlossen, die Geschichte. Kinder anziehen! Wohin gehen wir? Keine Ahnung. Vor die Tür, eine Runde schrampeln. Heute Morgen hat es sehr doll geregnet. Ich weiß. Meine Jacke ist immer noch nass. Guck mal. Unglaublich. Neuigkeiten aus Müllershausen. Ihre Jacke ist immer noch nass. Da staunst du, ne? Na, da kriegt gleich dicke Augen, was? Und los! Schönes Wetter haben wir nicht so richtig. Aber es ist meistens in diesen Ferien jetzt zu schön geworden. Außer der Schnee, der war schön. Ich habe es verstanden, zieh! Verstanden, Matze. Das ist ja unglaublich. Hallo, Frau Launige. Können? Oder habt ihr das von Mama? Ja, Nummer 0 ist ganz unten. Die sind vom Schulverein. Und wir spielen heute wieder Bowling. Und zwar mit Papa. Skan war noch nie bei Bowling. Das darf sie erst, wenn sie älter ist. Und ich hab schon letztes Mal alle umgeworfen. Und heute zweimal ist Papa dabei. Er wird ein bisschen dünner, oder? Ja, Bowling. Papa, ich lass Eis, Papa. Tommy, wie lange noch ein Spiel? 2. In 2 Stunden, 9 Minuten waren wir hier. Hallo! Letztes Mal Ende und es sind ganz viele blaue Kugeln. Ja. Aber die sind nicht echt. Nee, die sind nicht echt. Sind nur gezeichnet. Und wir hatten 5 mit 2 heute. Ja, genau, die Bahn 25 waren wir heute. Ne? Wer jetzt mal wissen will und auch mal nachbowlen will, der muss das auf Bahn 25 tun. Mit unseren schlechten Ergebnissen heute, so schlecht waren wir noch nie. Unglaublich, ja. Alice ist natürlich die Gewinnerin, die hat 4 Strikes in einem Spiel geschafft und danach völlig abgelost, sodass er am Ende doch nur auf 70 Punkte kam. Na gut, dann waren es halt 170, auch real. Jetzt sehen wir auf alle Fälle noch was frühstücken. Alice will sich eine eigene Bowlingkugel kaufen.
Niemals, ey. Und will im Bowlingverein eintreten. Niemals. Ich will im Bowlingverein eintreten. Nee, nee, keiner von uns. Hey, kloppen sie schon wieder. Willst du zum Kraschen? Ja? Ja, nein. Kraschert. Da, Mama uns noch die Spielsachen überlassen. Vierter Stock. Weltraumforschung. Ha, mir ging der Kraschert-Bahn. Und ich hatte Vergleich in der U-Bahn. Schon fertig. Nein, das steckt mit eins. Guck mal, da fliegst du weg. Nach oben. Wir fahren nach oben. Danke. Also, jetzt können wir loslegen. Was da steht. Und drüber. Einmal alles. Der Hirsch ist auch dabei? Na, du hast doch irgendeinen berühmtester Hirsch neben der Suppe. Ist ja unglaublich. Das ist ein Schwein, glaube ich, oder sowas. Da kocht ein Hirsch. 52, 25, danke. Jetzt haben wir auf den Tisch. Ich sitze hier rüber. Ich will sitzen. Das ist manchmal klein. Essen hier. Guten Appetit. Bitte, wenn ihr es wissen. Sono due, non sono due, lasciale, sono delle bambine, guarda le bambine come sono, perché dite che non sono Ja, das war unser Bowling-Ausflug, unser gemeinsamer Bowling-Ausflug. Und dann sind wir bei Karstadt essen gewesen. Für richtig teuer, ey. Kostet so viel wie im Restaurant hier. Wahnsinn. Ohne Skadi. Ohne Skadi. Über 50 Euro. Wa? Und morgen beginnt der Ernst des Lebens wieder. Schule für Anouk, Kita für Lumen und Skadi. Kita-Schulen fast 10.
und Arbeit für Tommy. Endlich wieder zu Hause. Was? Darfst du mein Bett liegen, Mama? Darfst du mein Bett liegen? Nicht traurig sein. Nicht traurig sein. Hat gut gebohlt, darf aber nicht im Bett liegen. Das hast du dir nicht erbohlt. Hätte der Schnitt höher sein müssen. Oder so. Oh, jetzt schaue ich noch mal ganz kurz, was die Leute so geschrieben haben. Ob jemand was geschrieben hat? Wir haben 879 Abonnenten. Das bleibt so ziemlich gleich. Immer so um die 880, 875 bis 880. Da schwankt das immer. Jetzt gehen wir mal gucken. Er ist da. Ja. Was habt ihr gemacht? Mit den gekriegt. In erster Ware auf alle Fälle. Der One-Speed-Treiber. Ein-Speed-Treiber auch genannt. Gut, das kleine Fotokonvolut ist bezahlt. 10 Euro, auch schön. Wo war denn das bei den Nachrichten? Schauen wir mal auf die Nachrichten. Fall geschlossen, nicht bezahlter Artikel. Das ist geschlossen. Wanka ist geschlossen, ist geschlossen, ist unwichtig, ist unwichtig. Löschen, alle löschen. So, was haben wir denn noch? Fall geöffnet, nicht bezahlte Artikel, löschen. Versand nach Polen möglich, wenn ja, zu welchem Preis? Naja, verschicke ich was kostenlos. Da muss ich mal gucken. Okay, den Stich. Da hat einer nach dem Stich gefragt, da müsste ich mal sehen. Geometriedaten des Rahmens. Ja, muss ich mal gucken. Genau. Vor allem Uhrlänge. Oberkante Steuerrohr bis Mitte Oberrohr. Sowie, wenn möglich, Sitzrohrlänge. Also Mitte Tretlänge, Mitte Oberrohr. Ja, da muss ich den Rahmen mal ein bisschen vermessen, wa? Na, hol ich mal den Rahmen rüber. Ja, da bin ich wieder. Also, welche Maße hättest du denn gerne? Geometriedaten. Wichtig wäre vor allem Oberrohrlänge. Oberrohrlänge Mitte, Mitte. Ich schaue. Zucker 60. Was willst du denn noch? Steuerrohrlänge. Steuerrohrlänge. Zucker 23. Was hätten wir denn noch gerne gewusst? Oberkante Steuerrohr bis Mitte Oberrohr. Das muss ich schätzen. 5? 5 cm. Und dann noch eins. Mitte Tretlager bis Mitte Oberrohr. Das wäre dann wahrscheinlich hier. 62. Was für ein schöner Rahmen. Mann, Mann, Mann. Alle wollen weiter. So, haben wir das alles mal erledigt. Bin ich ganz glücklich im neuen Jahr. Gut gestartet.
Jetzt muss ich noch die Geldführung machen. Geldbuch, Haushaltsbuchführung. Für heute. Da war viel ausgegeben. Bowling 21 Euro plus 13 Euro. Dann nochmal das Essen 52 Euro. Meine Herren, nächstes Mal nehme ich mir nur Nachtisch. Das ist auf alle Fälle erledigt. Jetzt habe ich eBay, bin ich durch. Ja, das war's. Oh, Mann, ist was Brot. Wie auch immer, wer ist das? Ja. Hallo. Hallo? Ja. Hast du geklappt? Ja. Ist im Keller. Ich hol mal Schlüssel, bin leider. Der erste Auftrag in diesem Jahr war Löten. Das hat er abgeholt jetzt. Halt. Kurz vor 19 Uhr. 19 Uhr wird er eigentlich kommen. Jo. Okay, wo ist der Zettel? Kassenbon? Und das Restzelt? Ich hab eigentlich Zettel. Eigentlich? Ja, dieser Zettel. 78, 72. Ach, tada. Soll das werden? Ja, das war auf alle Fälle der Tag für heute. Meine Katze schlabbert mich hier gerade wieder ab. Hier. Die sucht ihre Mineralien und die sucht sie bei mir. Und wir waren jetzt noch schön einkaufen, aber das heißt schön einkaufen. Ich hasse einkaufen wie die Pest. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht oder so, aber ich hasse einkaufen. Ich weiß nicht, wie man sowas gerne machen kann. Bin ich mit Lastenrad jetzt hingefahren zu Lidl und dann haben wir da ein bisschen Zeug gekauft. Der hat ganze Lastenrad war voll am Ende. Und weil ich immer Wasser und Milch und sowas mule und das ist dann relativ schnell voll auch sowas. Ja, das haben wir jetzt noch gemacht und dann jetzt schneide ich den Tag zusammen. Also das habe ich jetzt nicht gefilmt, wie ich einkaufe. Ich glaube, schon oft genug mal drin gehabt. Ja, tja. Möchte mal sagen, wir sehen uns morgen. Also im Grunde genommen heute nur so eine kleine Bowlingrunde gewesen. Oh, es war ja schön, hat Spaß gemacht und ein bisschen was gegessen haben wir. Und das ist das, was ich euch präsentieren kann. Und ab morgen geht es wieder los mit Schule. Ganz normal, dieser ganz normale Alltagsvlogs sozusagen. Ja. Gut, dann macht es gut. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns. Jetzt sieh. Die hängt hier voll ab und schnurrt. Das ist eine Katze da. Wenn ich die nicht hätte. Fleckt den Arsch. Ja. Nicht gut für die Kamera. Aber wir retuschieren. Wir sehen uns morgen. Also bis dann. Ciao.